So Leute, weiter geht's mit dem Tuning. Wir haben eben den neuen BMW i8 bzw. den Übermacht Neo. Den haben wir getuned in Pink. Dass hier eine Lücke ist, checke ich bis heute nicht, warum hier so eine Lücke dazwischen ist, wo man nicht durchschießen kann. Spielt aber an sich auch gar keine Rolle, denn wir tunen jetzt den Bolokon Envisage. Ich habe leider erst jetzt gesehen, dass der 2,472 Millionen kostet. Das wird wehtun und ihr könnt schon sehen. Ey! Ey! So, in der Sicherheit unserer Autowerkstatt können wir jetzt weitermachen. Und zwar hier, Imanitec-Verbesserungen. Das wird auch noch ein bisschen kosten, aber auf jeden Fall nicht so viel wie die HSW-Verbesserung im letzten Video. Wenn ihr das verpasst habt, schaut euch das definitiv an. Und ich würde sagen, ohne viel hin und her bestellen wir uns den jetzt und tunen den mal wundervoll, wie es geht. Wir nehmen den mal in einem Blau. So, ihr neues Modell Envisage ist jetzt in ihrer Autowerkstatt angeliefert. Ein sehr, sehr interessanter Wagen. Ich fand, er sah halt aus wie ein DeLorean Deluxe und da wurde ich sogar von Paul bestätigt, bevor ich es sogar laut gesagt habe. Hat auf jeden Fall auch so diese ganzen, ja, diese ganzen Konzept-Auto-Eigenschaften vom Peugeot Lacoureux. Also ich weiß, wie man den Namen ausspricht. Es tut mir einfach leid an jeden, der jetzt hier eine Gänsehaut bekommen hat. Sehr interessantes Auto und ich bin mal extremst auf die Tuning-Option gespannt. Ich würde sagen, wir gehen sofort ins Tuning. Bolokon Envisage, und ihr könnt schon hören, es ist ein Elektrofahrzeug leider. Es tut in meinem Herzen weh, aber da können wir leider nichts dran ändern. Panzerung machen wir hier mal voll, weil es ist ja ein Imanitec-Fahrzeug und ich denke, dass wir das auch machen werden. Fensterleisten, wir fangen also schon direkt mit dem Tuning an. Carbonrand, Carbon-Schmiederand. Oh, das ist ja komplett am kompletten Auto. Ihr könnt überall sehen, an allen Details, die so schwarz sind. Das ist entweder Carbonlinien oder dieses Schmiede. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Schmiede noch nie richtig verwendet, aber es sieht sehr nice aus an diesem Wagen. Dann die Bremsen natürlich voll. Jetzt haben wir die Canards, Kunststoff, Carbon und Schmiede. Ich meine, da machen wir wirklich alles in einem Theme direkt. EMS voll. Kotflügel haben hier gestutzt einmal vorne. Kunststoff einmal nach unten verlängert. Carbon und wieder Schmiede. Sollen wir jetzt wirklich alles in Schmiede machen? Aber ich meine, hier gefällt mir, muss ich sagen, das serienmäßig etwas besser. Deswegen lasse ich das mal so. So, dann haben wir Frontschussstangen serienmäßig. Kunststoffkante. Und Kante in der Sekundärfarbe. Ich muss sogar ehrlich sagen, ich glaube, ich nehme die Sekundärfarbe. Ich bin mir zwar noch nicht ganz sicher, was ich hier machen werde, aber wir machen das mal so. Motorhaubenzubehör. Motorhaubenstift. Okay, das sind diese Standardsachen. Oh, Kunststoffflossen, Carbon und Schmiede. Das nehmen wir einfach mal in Schmiede. Diese Option habe ich so auch noch nie gesehen. Motorhaube versetzt mit Einlass, Rennmotorhaube mit Kunststoff, mit Carbon. Lufthutze, das sieht schon mal sehr nice aus. Tuner-Motorhaube gefällt mir sehr gut. Und GT-Motorhaube, auch was ganz anderes. Ich glaube, ich nehme die GT-Motorhaube. Doch, ja. Design, weiße Doppelstreifen, schwarze Doppelstreifen, dann weiße Tech-Streifen an den Seiten, schwarze Tech-Streifen, Bolokon Tech-Streifen. Dann haben wir hier vorne oben noch so Schriftzüge drauf. Und sonst nichts. Dann einmal die Rennlackierung. An den Seiten haben wir viel, oben haben wir was. Dann haben wir Tribal, Drift, Dance, Itasha 01. Das sieht auch, ich muss sagen, die Farbe von diesem Design gefällt mir extremst gut. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal was ganz Simples. Und zwar den Bolokon Tech-Streifen nehmen wir. Dann haben wir das Dach primär. Oh, achso, das ist hier hinten, okay. Carbon und Schmiede. Oh, ich muss mir sagen, jetzt wird es ein bisschen zu viel langsam sogar. Aber primär machen wir auf jeden Fall mal drauf. Dann haben wir den Splitter, Carbonkante, Schmiede. Das müssen wir auf jeden Fall machen, weil ansonsten sieht das leider sehr unschön aus. Trackkante auch in Schmiede. Dann machen wir mal das hier. Das sieht sehr schön aus. Spoiler haben wir jetzt. Das machen wir zuletzt. Sonnenblenden, Kunststoff, primär, Kukuru, bla bla bla. Machen wir mal in der Primärfarbe. Die Federung machen wir komplett tief. Ist jetzt nicht ein sehr großer Unterschied, aber macht schon was hin. Die Reifen lassen wir so. Sehr, sehr schöne Stockreifen auf jeden Fall. Und die Fenster machen wir einen Ticken dunkler. Dann das Highlight immer, die Spoiler in meinen Augen. Entenschwanz-Spoiler. Der Trackflügel. Der sieht nice aus. Mark 2. Ah, das ist sogar der, den wir beim Niob gemacht haben, beim i8. Okay. Der Tunerflügel. Sehr geil. Ich liebe solche Spoiler. Extrem geil, passt geisteskrank geil zum Auto. Anpresser-Kit, haben wir unten und oben einen Spoiler. SPL-Straßenflügel, bin ich leider nie ein größer Fan von. Rennflügel, Circuitmaster. Digga, was? Extremer Leistungsflügel. Oh, es sieht so dumm aus. Aber deswegen will ich es erst recht machen. Sowas hatten wir noch nie. Nein, also wir machen das erstmal drauf. Ich werde es auf jeden Fall ändern. Mir gefällt der Tunerflügel übertrieben gut. Aber nur um zu sehen, wie es draußen aussieht, machen wir auf jeden Fall den extremen Leistungsflügel drauf. Das sieht ja so dumm aus, ey. Oh mein Gott. Und jetzt machen wir noch die Lackierung und dann würde ich sagen, sehen wir uns draußen. So Leute, wir sind draußen und ihr könnt schon sehen, hier hat jeder wieder sein Envisage geholt. Wenn ihn da einmal mit der wirklich schönen Blau-Pink-Kombo. Das sieht so gut aus. Jetzt bereue ich, dass ich das nicht gemacht habe. Sehr, sehr nice Kombi.
Gefällt mir extrem gut. Hier haben wir einen etwas schlichteren in einem schönen Silber. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hat was, wie gesagt, von einem Deluxo. Sieht sehr nice aus. Und hier haben wir nochmal einen schwarzen mit dem Disruption-Logo. Ich habe jetzt den Namen genau vergessen. Aber sieht auf jeden Fall mit dem Schwarz extremst nice aus. Ihr könnt sehen, hier habt die beiden einen Standard-Spoiler drauf. Und hier vorne auch einen niedrigen Spoiler. Wir haben natürlich komplett auf die Kacke gehauen. Mit dem Limettengrün. Die Sekundärfarbe ist ein Weiß, damit es auch zu den Streifen passt. Und jetzt bin ich gespannt, wie der sich fährt. Da bin ich mal extremst gespannt. Okay, der Regen macht es auf jeden Fall nicht einfach. Ich weiß nicht, ob der Wagen an sich so sich sehr komisch fährt. Oder ob es gerade am Regen liegt. Aber das ist auf jeden Fall nicht das, was ich erwartet habe. Wir fahren langsam aber sicher zur Agentur. Oder fahre ich gerade zum Büro? Ich fahre zum Büro. Agentur, wo ist meine Agentur? Also er fährt sich jetzt nicht schlecht, aber vor allem die Kurven nimmt er nicht so gut. Okay, der Spoiler sieht leider wirklich ein bisschen zu übertrieben aus. Den ändern wir mal auch kurz direkt. So, Spoiler geändert und jetzt schauen wir uns mal die Verbesserungen an, die wir hier freischalten. Und zwar hier Imanitec. Lenkrad, Steuersender und Fernsteuerungseinheit. Aber er hat keine Waffen, soweit ich das richtig verstanden habe. Und bei Fahrzeugen ohne Waffen finde ich die Fernsteuerung leider ein bisschen unnötig in meinen Augen. Und wir haben noch die Annäherungsminen. Öl. Okay. Haben wir Panzerplatten hier? Übersehe ich was? Wir haben keine Panzerplatten. Okay, Leute. Also ich bin jetzt doch ein bisschen verblüfft. Wir haben Imanitec mit einer Fernsteuerungseinheit und einem Lenkraketenstörsender. Und wir haben Ölminen an dieser Stelle. Aber wir haben keine Waffen. Und wir haben keine Panzerung. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da erschließt sich mir der Grund für Imanitec nicht ganz. Also für mich ist bei Imanitec eine Panzerung ein Muss, weil sonst bringt mir das ja gar nichts. Oh, jetzt haben wir sogar noch einen Neuzukömmling. Das ist ein sehr, sehr schöner. Okay, der sieht sehr nice aus. Sehr clean. Nicht so viel Schnickschnack. Ich glaube, das ist eine Chamäleonfarbe, wenn ich mich nicht täuschen sollte. Und mit der Crewfarbe von uns, so einem sehr, sehr grellen Hell. Was ist gerade passiert? Sieht sehr nice aus. Okay, also enttäuschend wegen dem Imanitec finde ich ein bisschen unnötig. Hätte auf jeden Fall nicht sein müssen. Aber dafür ein Elektrofahrzeug. Der Regen hat sich ein bisschen gelegt, der Boden ist trotzdem noch nass. Ich fahre mal hier in ein, zwei Runden einfach mal eine Strecke. Aber ich bin jetzt mir, um ehrlich zu sein, sehr unsicher, wozu der genau zu gebrauchen ist. Also mir gefällt der als Wagen, er ist schön. Das Tuning hat mir Spaß gemacht, aber ansonsten bin ich ein bisschen unsicher, was er genau darstellen soll. Abgesehen jetzt vom einfach Fahrzeug. Ist halt ein schönes Fahrzeug, ne? Wie vieles. Aber ich dachte jetzt wegen Imanitec, dass er einen besonderen Nutzen haben soll oder so. So, damit würde ich mich leider an der Stelle hier verabschieden. Das Fahrzeug wirkt jetzt auch nicht extrem schnell oder so. Hat jetzt keine Besonderheiten. Deshalb, okay. Würde ich sagen, brauchen wir jetzt auch keinen extra Test oder so damit zu machen. Okay, Paul hat noch seinen Deluxo gebracht, um die Ähnlichkeit etwas stärker aufweisen zu können. Und dann noch seinen grünen. Er ist natürlich genau nicht dasselbe, aber er hat schon eine ähnliche Stromlinie. Vor allem, wenn man von der Seite schaut, ist es schon relativ ähnlich. Hat auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit. Ist jetzt, wie gesagt, nicht 1:1, aber ich verstehe, was er meint. Okay, Leute, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Und damit würde ich sagen, schaut euch auf jeden Fall noch die kommenden Videos an. Wenn ihr das Video zum i8 verpasst habt, viel Spaß damit. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ciao.